Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video mit dabei seid. Heute gibt es etwas, das ihr... Was war das? Ja, egal. Heute gibt es etwas, das ihr schon extrem lange angefragt habt. Und zwar wolltet ihr super gerne meine Schminksammlung sehen. Ich habe mir gedacht, ich mache das ein bisschen anders als hier ist die Schublade mit meinen Lidschattenpaletten. Die habe ich. Sondern ich mache daraus direkt ein Make-up-Declutter. Denn ich habe einfach zu viel. Es ist wie mit den Klamotten. Wenn man irgendwas Neues sieht, denkt man immer, ich habe nichts anzuziehen. Aber wenn man versucht, das Neue in den Schrank zu stopfen, ist es problematisch. Und so geht es mir mit meinem Make-up mittlerweile auch. Ich werde dann danach, wenn ich dieses Video hochgeladen habe, einen kleinen Insta-Sale machen, weil ich weiß, wenn ich Sachen aussortiere, werden da auch bestimmt Sachen mit dabei sein, die definitiv unbenutzt sind. Alle Sachen, die benutzt sind, werde ich an Freunde weiter verschenken oder spenden, wenn man das überhaupt noch kann. Ich glaube, benutzte Sachen darf man auch nicht mehr ans Frauenhaus spenden, oder? Naja, da werde ich mir noch was überlegen. Da dürfen sich dann meine Freunde durchwursteln. Wow, language has left the chat. Wie auch immer. Und dann werde ich einen Insta-Sale damit machen, sobald das Video oben ist. Dann könnt ihr gucken, ob ihr da vielleicht ein paar kleine Schätze für etwas weniger Geld bekommt. Ich habe ja aktuell dank der Corona-Krise keinen Job mehr. Und trotz fleißigen Bewerbens ergibt sich da nicht besonders viel, denn die wirtschaftliche Lage ist, well, you know. Und dementsprechend dachte ich mir, ich kann euch vielleicht eine kleine Freude machen mit Sachen, die ich aussortiert habe, die es vielleicht nicht mehr gibt, die Limited Editions waren oder die ihr unbedingt immer mal haben wolltet. Ihr könnt ein bisschen Geld sparen. Ich kann ein bisschen Geld verdienen. Ich hoffe, ihr versteht, dass das jetzt nicht irgendwie ist, dass ich mich daran bereichern will oder so. Aber wenn ich die Produkte nicht benutze, sind sie zu schade, um sie einfach hier verstauben zu lassen oder rumliegen zu lassen. Und ich möchte natürlich, dass diese Produkte ein schönes Zuhause bekommen und dass sie benutzt werden, denn es sind Gebrauchsprodukte. Sie sind dazu da, um benutzt zu werden. Und wenn ich sie nicht benutze, weil ich selber schon so viel habe, wäre es schön, wenn ich jemandem anders damit eine kleine Freude machen könnte. Außerdem benutze ich das Geld natürlich auch als Reinvest. Ich mache das auch gerade so mit dem Geld, das ich über die Monetarisierung von YouTube bekomme. So, please watch my Werbung durch. Das wäre ganz lieb von euch. Nicht überspringen. Dankeschön. Lege ich an, um mir irgendwann mal eine Kamera zu kaufen. Das wird noch ein bisschen dauern, denn so viele Leute sind wir ja noch nicht, obwohl die Community wächst und wächst und wächst. Das ist mega crazy übrigens. Hallo an alle Neuen. Ja, ich rede immer ohne Punkt und Komma. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt habe ich mich schon wieder völlig verlabert. Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte mit dieser Aussage. Jedenfalls werde ich das, was ich von dem kleinen Insta-Sale bekomme, als auch meine YouTube-Monetarisierung insgesamt dafür nutzen, dass ich eine Kamera mir später mal zulegen werde. Das wird wohl eher gegen Ende des Jahres sein, weil wegen schlechte finanzielle Situation für mich und natürlich auch für viele andere Menschen. Und dementsprechend ist eine Kamera gerade nicht die Priorität. Das Geld wird aber gut zur Seite gelegt und dann wieder in meinen Kanal reinvestiert. So, lange Rede, kurzer, sagt meine Freundin immer. Holt euch was zu trinken. Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern. Ich bin selber super, super gespannt. Es wird viel. Ich werde euch mit auf mein kleines Stativ nehmen und das so ein bisschen Vlogging-Style machen und dann mit euch zusammen durchgehen, was ich alles habe. Ihr werdet dann halt auch meine ganze Make-up-Sammlung sehen oder zumindest einen großen Teil davon und einfach live miterleben können, was ich aussortiere und warum. Und ich versuche sehr streng mit mir selber zu sein, einfach weil ich weiß, dass ja auch in Zukunft immer noch mehr Produkte neu dazukommen werden, für neue Reviews, weil eine Marke mir was zuschickt und so weiter. Das heißt, ich kann den Platz gebrauchen. Es ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt, immer eine Belastung. Das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber es ist so dieses, ah, da liegen noch die Produkte, ja, die muss ich ja auch noch machen, aber wie binde ich die ein? Also wie? Und dementsprechend dachte ich mir, wir machen das heute zusammen. Ja, 7,5 Minuten Intro. Love that for me. Holt euch was zu trinken. Macht euch auf eine andere Perspektive bereit. Ihr seht gleich noch einen Teil meines Zuhauses, den ihr noch nicht gesehen habt. Und viel Spaß! Let's go! Ich habe jetzt auf mein Stativ umgeschaltet. Es ist ein bisschen ungewohnt, euch sozusagen so mit rumzutragen. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Ecke der Schande. Please don't judge me! Also erstmal, dass überhaupt überall leere bzw. geöffnete Pakete rumstehen, ist so die eine Sache. Dann gibt es noch diese Ecke hier vorne. Hey, da sind wir. Da sind überall auch Pakete. Und da ist schon das Erste, was ich aussortieren kann. Denn diese Conspiracy-Palette habe ich aus Versehen zweimal. Es ist mir total entfallen, dass ich die habe. Aber ja, die eine ist komplett unbenutzt. Die andere, dazu habe ich eine Review gemacht. Und ich weiß gar nicht, warum ich sie ein zweites Mal bestellt habe. Irgendwann gab es sie bei Douglas und die gab es irgendwie für, keine Ahnung, nur kurze Zeit. Und dann war ich so, ich muss die jetzt nochmal haben. Dabei hatte ich die ja schon. Keine Ahnung, was da in meinem Kopf los war. Auf jeden Fall habe ich sie einmal. Die wird als erstes aussortiert. Ich glaube, ich muss mir erstmal eine Box holen, wo ich alles reintue. Ich glaube, ich packe jetzt einfach dieses Paket aus. Ich habe nämlich heute eins von Amazon bekommen. Aktuell, warum auch immer,
schmeiße ich immer, wenn ich was koche oder in der Küche bin, irgendwelche Sachen runter. Ich weiß nicht, warum ich so clumsy bin. Und deswegen musste ich mir 2 Glaskaraffen vom SodaStream nachbestellen. Great fun. Die sind aber echt schnell angekommen dafür, dass gerade so viel bestellt wird. Naja, wie auch immer, das auf jeden Fall kurz zu meinem Leben und dann geht's weiter. Apropos eine Ecke, die ihr noch nicht kennt. Da ist mein Alex-Schrank. Da ist jetzt die erste Aussortierung drin. Ist Aussortierung ein Wort? I don't know. Da oben stelle ich, glaube ich, gleich noch meinen Ringlight hin. Mehr möchte ich nicht zeigen, weil man sonst das draußen sehen kann. Hier sind Produkte drin, die ich für ein Fullface-Drogerie-Make-up habe. Die packe ich mal kurz zur Seite. Und dann stelle ich, glaube ich, die Kamera auch einfach gleich da oben hin und hoffe, dass das mit dem Ringlight funktioniert, dass wenn man die Schubladen aufmacht, dass ihr das auch gut erkennen könnt. Da ist übrigens 1000 Mal Geschenkpapier, weil viel hilft viel. Let's go! Ach ja, für alle, die sich gefragt haben, ob ich, wenn ich obenrum immer so hui aussehe, untenrum auch hui aussehe. Nö, ich habe eine kaputte Leggings an mit Leo-Puschels und der hier fällt auseinander. Love that for me. Ah ja, da steht auch schon die Hälfte meines Gesichts, by the way. Und da können wir dann alte Sachen wegschmeißen. Let's go. Habe ich das jetzt schon 5-mal gesagt? Ja, egal. Let's go, go, go. So, ihr Lieben, willkommen in meinem Ausschnitt. Saftig knapp. Und in der ersten Schublade. Ich werde jetzt aussortieren von Sachen, die ich behalten werde, Sachen, die ich wegschmeißen muss. Dafür steht hier schon mein Mülleimer. Sachen, die ich weiterverkaufen möchte und Sachen, die ich meinen Freunden quasi zum Angucken gebe. Ich habe jetzt mal meine Brille aufgesetzt, weil ain't nobody got time for trockene Augen. Das ist die erste Schublade. Das ist diese flache, kleine. Und da fangen wir jetzt als allererstes mal an. Ich brauche eigentlich mehr als einen Karton. Wait a minute. Praktisch, dass wir gerade heute ein Paket von Douglas bekommen haben. Okay, also, womit... Friends, es ist alles nicht leicht. Okay, womit fangen wir? Wir fangen einfach mit dem an, was ich als erstes sehe. Von MAC, eine Full Coverage Foundation in NC30. Die ist zu dunkel und auch noch komplett unbenutzt. Also, falls jemand eine MAC NC30 Foundation Full Coverage braucht, die kommt in die zu verkaufen Kiste. Warum habe ich eine NC30? I don't know. Dann Highbrow Pencil von Benefit. Das ist der, den ich auch schon mal ausprobiert habe. Also das hier ist ein komplett neuer. Aber den hatte ich nämlich gekauft bekommen. Der ist komplett neu und unbenutzt. Den hatte ich schon mal ausprobiert in einem Video, wo mir eine Zuschauerin Make-up geschickt hat. Und da habe ich festgestellt, dass ich dafür keine Verwendung habe, aber weil der noch komplett neu ist, kann man den natürlich auch ganz gut noch weggeben. Kommt auch mit in die Kiste. Hier ist eine Hello Happy Foundation von Benefit in der Farbe 3. Das ist die Soft Blur. Die war, glaube ich, auch, ja, die ist zu dunkel für mich. Ich habe die nur ein paar Mal letzten Sommer benutzt, aber weil die benutzt ist, kommt die auf jeden Fall nicht Verkaufskram, sondern wo meine Freunde sich nachher bedienen können. Ich habe ja gesagt, ich habe überall noch die Originalverpackung, ne? Ist ganz schlimm. Selbst wenn ich die Sachen benutze, deswegen muss ich die mal aufmachen. Fenty Beauty in der Farbe Sensored. Den liebe ich, den behalte ich. Kommt hier oben hin. Dann Jeffree Star Skin Frost in Peach Goddess. Eine wunderschöne Farbe. Riesen Oschi das Teil. Liebe ich, behalte ich. Von MAC So Select. Ein Lippenstift. Ist der schon benutzt? Ah, den habe ich einmal geswatcht, kann man hier sehen. Den kann man aber bestimmt... Ja, den kann man noch benutzen, gehe ich jetzt mal von aus. Den behalte ich auch selber. Sehr schöne Farbe. Warum habe ich die eigentlich nie benutzt? I don't know. Hier ist von It Cosmetics eine Celebration Foundation. Die hatte meine beste Freundin sich gekauft. Also es ist nur so ein Compact Powder. In ganz hell. Nee, 02. Nee, fair, genau. In fair, die hat meine beste Freundin nur 2-mal benutzt. Die war ihr dann aber zu hell tatsächlich. Also falls jemand unter euch ist, der oder die sehr, sehr helle Haut hat, also das ist nur mit einem Pinsel reingegangen, werde ich auch noch mit in die Kiste tun. Ah ja, YSL, die Lip-Tatouage in diesem krassen Rot. Das Video dazu hat... Nee, das kommt erst noch. Kommt das noch? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Aber das war schon schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich das wieder zurückgetan habe. Die kommt auf jeden Fall weg. Bitte, danke. Becca Cosmetics Highlighter. Oh, falsche Seite. Upsi. In Moonstone. Komplett unbenutzt auf jeden Fall. Den habe ich nämlich jetzt auch 2-mal, weil Julina mir den tatsächlich auch noch geschenkt hat. Und weil der noch komplett unbenutzt ist, dazu habe ich aber die Packung nicht mehr. Tue ich den mit zu den Verkaufssachen. Jeffree Star Cosmetics. Da habe ich 2-mal, das weiß ich schon, ohne drauf zu gucken, aber doch, ja, ich habe recht. Jeffree Star Cosmetics, die Farbe Sagittarius. Ich habe davon mal irgendwie einen riesen Batzen gekauft. Ich glaube 5 Stück oder so, weil eine Freundin von mir, das ist ihre Lieblingsfarbe. Und die waren eine Zeit lang komplett überall ausverkauft. Und als ich dann gesehen habe, die gibt es nochmal, habe ich einfach welche nachgekauft für mich selber und für sie. Ist eine Farbe, die habe ich auch noch einmal offen da. Die, wenn ich die offene finde, schmeiße ich die allerdings weg, weil die ist schon echt alt. Und davon
davon gebe ich auf jeden Fall eine weg für euch zum Kaufen, weil die halt noch komplett unbenutzt sind und man kriegt die nicht mehr so einfach. Ah, ja, hier. Man kann schon sehen, dass sich das abgesetzt hat. Ist eine sehr coole Farbe. Ich swatch euch die nochmal eben. Wie man sieht, die ist echt hart gebraucht. Bestimmt auch 2 Jahre alt oder so. So ein lila Movi Shade. Auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Die hier muss aber mal aussortiert werden. Dafür behalte ich noch eine für mich. Ein MAC Retro Matte Liquid Lipstick, den behalte ich auch für meine Goth-Serie. Ich weiß auch nicht, ob die danach kommt oder vor diesem Video, aber ihr seht es dann einfach. Genauso wie die Stila Magnificent Metals, die liebe ich. Die sind so, so schön. Leider super teuer. Die bleiben auch. Bare Minerals Gen Nude, den habe ich, glaube ich, 2-mal benutzt und der ist mir viel zu klebrig. Aber weil es ein Lippenprodukt ist und benutzt, kommt das in die Kiste, wo Freunde halt mal reingucken dürfen, falls sie das möchten. Kevin O'Conn habe ich ja geschenkt bekommen. Das bleibt hier. Hier ist noch ein No Name Lipstick. Was ist das? Ah, Essence wahrscheinlich, so wie das aussieht. Der sieht auch aus, als wäre der schon ein bisschen älter. Der kommt aus Sicherheitsgründen weg. Dann haben wir hier nochmal Jeffree Star in der Farbe Calabasas. Das ist so ein Rot. Also ein helles, beeriges Rot. Sieht jetzt in der Kamera viel röter aus, als es wirklich ist. Ist eine sehr schöne Farbe, behalte ich auch. Außerdem Jeffree Star Velour Liquid Lipstick in I Am Shook. Das war die Collaboration mit Many MUA. Das ist auch ein richtig schönes Rot gewesen. Aber weil die Collaboration schon 7000 Jahre her ist, kann der auch mal weg. Ich bin ganz schön gut dabei. Hier ist noch ein Zauberstift Lippenpflege von BB, der noch komplett verpackt ist. Der kommt auch in eure Kiste. Dann haben wir hier noch Pro Longwear Lip Gloss von MAC in der Farbe Long Love. Long Love Love? Okay. Habe ich den jemals getragen? Ich glaube, oh, aber der ist ja Babypink und klebrig. I don't think so. Bye. Oh, da können wir auch direkt schon... Benutze ja sonst keine Abschminktücher, außer halt um Swatches zu entfernen oder meinen Liquid Lipstick runterzunehmen, wenn ich was für euch auftragen möchte, muss, wie auch immer. Lovely. Für die Gesichtshaut benutze ich das auf gar keinen Fall. So, dann haben wir hier noch einen komplett unbenutzten Fluid Liner von MAC in der Farbe Looking Good. Looking Good. Aber ist das Schimmel? I don't know. Den packen wir lieber mal zur Seite. Schmeißen die nachher weg. Den gucke ich mir nachher nochmal genauer an. Und dann habe ich hier noch ein Ziai. Die sind auch schon so alt. Die tue ich lieber zur Seite. Die kommen alle zusammen mal zur Seite. Hier ist ein MAC Lidschatten. Den kann ich mal aussortieren, weil der uralt ist. Das ist ein Dazzle Shadow. Ja, Julina mir geschenkt. Ist eigentlich eine super schöne Farbe, aber halt auch schon echt so alt. Bin gut drauf. Also gut dabei. Gut drauf auch. Dann haben wir hier von Urban Decay in der Farbe Blackmail ein Comfort Matte. Den behalte ich auch aus den gleichen Gründen, warum ich den Retro Matte Liquid Lipstick in der dunklen Farbe behalte. Denn guckt euch mal diese Farbe an. Ist für einen meiner Looks, die ich noch rekreieren will, auf jeden Fall genau die richtige Farbe. Und danach kommt der, glaube ich, weg, weil der ist auch schon über 2 Jahre alt. Und irgendwann muss man sich halt auch mal tragen. Das hatte ich mir mal gekauft. Einfach nur ein Pink von, ich glaube, Essence. Ja, Take the Lead, weil ich damit den pinken Skull gemacht habe. Also das Halloween Make-up. Der kommt auch weg, weil der ist auch schon uralt. Dann habe ich hier noch ein Back for It Into the Well Eyeshadow von MAC in einer ganz komischen Verpackung. Also so eine ganz kleine. Das ist ein komplett schwarzer. Ah, genau, den hat Julina mir mal mitgegeben. Den behalte ich auch für meine Gothic Looks. Dann habe ich hier noch von Blush Hour einen More Gloss Lip Lacquer. Ich glaube, der war mal in einer Goodie Bag oder sowas drin. Ich weiß nicht. Also ich finde die Farbe an sich sehr schön. Also ist übrigens ein bisschen pinker als so rot, wie das hier drauf aussieht. Ich werde den jetzt nicht swatchen, weil ich habe den nie benutzt. Dementsprechend geht der auch an euch weiter. Aber ist halt einfach, ja, ist nicht so meine Farbe. Außerdem bin ich da immer sehr kritisch mittlerweile, was Texturen angeht, seitdem ich Fenty für mich entdeckt habe. Dann haben wir hier noch einmal die Eyelights von BH. Das hatte ich damals ausprobiert mit Julina zusammen. Und hier kann man auch schon erkennen, was mein Problem damit ist. Wenn man da mehr als einmal drüber geht, hat man einfach das Problem, dass die sich wieder abtragen, anstatt aufzubauen. Und das hier ist auch dann schon mindestens 1,5 Jahre alt. Obwohl es halt eine sehr schöne Farbe ist, kommt der jetzt auch komplett raus. Was ist das? Moisture Shine Lotion. Okay. Dann habe ich hier noch ein Cashmere Cream von BH Cosmetics in der Farbe TBH, also To Be Honest. Das ist so auch so ein Babypink, das ist nicht meins. Habe ich aber noch nicht benutzt. Kommt in eure Box. Dann habe ich hier noch den Colored Rain X Power Lip Gloss. Den habe ich euch auch in einem Video schon gezeigt. Der ist dementsprechend benutzt. Sonst würde ich den auch übelst gerne weiterverkaufen. Aber ich finde das gerade ein bisschen schwierig. Also weil natürlich würde ich das sanitizen. Aber gerade bei Lippenprodukten finde ich das ein bisschen schwierig. Ist halt eine richtig krasse Farbe. Wie man sieht, der ist so Duochrome. Aber der kommt in die Box für meine Friends.
Hier habe ich noch einen matten Lippenstift. Oh, von MAC. Der ist komplett unbenutzt. In Russian Red. Habe ich auch die Originalverpackung nicht mehr. Aber wie man sieht, der ist, wie gesagt, unbenutzt. Den tue ich auch in die Box für euch. Vielleicht möchte die eine von euch ja haben. Dann habe ich hier noch ein richtiges Highlight. Und das ist etwas, das gibt es auf dem Markt nicht mehr. Deswegen interessiert euch das vielleicht. Und zwar habe ich die kompletten Liquid Lipsticks unbenutzt. Komplett neu von Love mit Hattie zusammen. In allen 4 verschiedenen Farben. Noch komplett hier. Und die möchte ich auf jeden Fall an jemanden weitergeben, der oder die Hattie schon echt lange folgt und vielleicht diese Liquid Lipsticks nicht bekommen hat. Ich hatte die damals 2-mal gekauft und habe, glaube ich, einmal eine falsche Lieferung bekommen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum ich die hier noch habe. Aber die hier kommen auf jeden Fall dann hoffentlich in ein schönes neues Zuhause. Alle 4 Farben zusammen als Set zu verkaufen. Kommt auch in eure Kiste. Hier sind noch meine Lashes. Da ist einmal von Saskia Lashes, die ich euch schon gezeigt habe. Melody Lashes. Wie geil die auch da drin sind. Ne? So. Nochmal Saskia Lashes. Nochmal Saskia Lashes. Das sind wirklich meine Liebsten. Ich zeige euch die mal einmal in normal, nicht abgeschnitten. Das ist der Style Fairy. Das ist mein Lieblingsstyle. Den habe ich vorhin im Intro auch getragen. Jetzt habe ich sie gerade abgemacht. Ist gerade einfach mal kurzzeitig kein Platz mehr gewesen auf der Speicherkarte. Deswegen muss ich die mal eben freimachen. Und jetzt geht's mir eben weiter. Hier sind jetzt schon mal alle Sachen raus. Ich habe hier jetzt noch 3 Sachen, bei denen ich nicht so genau weiß, was ich damit machen soll. Obwohl doch, das ist ein Geschenk, das kommt nicht weg. Ich habe hier noch einmal den Glow Gloss von Becca in der Farbe Zitrin. Den habe ich mir nachgekauft, weil der unglaublich gehypt wurde. Der ist wunderschön, aber ich stehe halt mehr auf meine Fenty Glosse. Deswegen kommt der, glaube ich, auch zu den Sachen, die wegkommen können. Also verkauft werden. Nee, und den behalte ich auch. Ist ein MAC Lippenstift. So, dann haben wir, hier sind nur Wattestäbchen, die kann ich mir eben raustun. Das ist komplett leer, dieses kleine Kästchen. Oh, da ist ja noch der Preis dran. Dann sind hier noch einmal Kosmetiktücher drin, die kommen auch mal raus, weil ich gleich noch alles auswischen will. Und dann sind hier noch Nagellacke und eine alte Packung komplett vertrockneter Micellentücher. Die werde ich trotzdem aufbewahren, weil wenn man die feucht macht mit Wasser, dann kann man die einfach nochmal benutzen, um zum Beispiel Paletten zu reinigen. Nichts wegschmeißen, Freunde. Man kann fast alles neu benutzen. Da ich jetzt komplett auf Neonails umgestiegen bin, außer an meinen Füßen, muss ich hier auch mal aussortieren. Und ja, der kann schon mal weg. Teuer, den behalten wir. Der kann weg. Den finde ich ganz schön. Den finde ich auch ganz schön. Glitzer behalten wir. Nagelöl kann weg. Davon habe ich noch neueres. Der kann weg. Der sieht auch nicht mehr so fresh aus. Der kann weg. Dann Klarlack brauche ich ja nicht mehr wegen Neonail. Dann habe ich hier noch weiß. Gelb möchte ich gerne behalten. Den teuren Essie-Nagel. Obwohl, der sieht auch schon... Na, der ist hinüber, glaube ich. Und dieselbe Farbe nochmal von Catrice. Warum hat man alles 27 Mal? Die Farbe habe ich nie getragen und ist auch schon ein Jahr alt. Alles klar. Und so haben wir hier einfach schon mal alles aussortiert. Oh, hoppla. Jetzt mache ich die Schublade mal eben sauber und dann gucke ich mal. Ich habe nämlich solche Tidy-Up-Sachen und dann sortiere ich. Die erste Schublade ist jetzt fertig. Die wollte ich euch mal eben einmal komplett zeigen. Und zwar habe ich das jetzt so aufgeteilt. Hier vorne sind die Lashes drin. Hier sind Gesichtspuder drin. Hier ist Augenstuff mit drin. Hier ist Lippe mit drin. Wattestäbchen. Hier sind Reinigungstücher und noch mehr Wattestäbchen drin. Damit die sehr aussortierten Nagellacke nicht hier irgendwie rumfliegen, habe ich da hinten noch so Hygienetücher einfach noch mit reingestopft. Die mussten sowieso irgendwo hin. Und weil die Packung komplett nicht reinpasste von meinen Kosmetiktüchern, habe ich die einfach rausgenommen und die hier so reingetan. Die kann man ja trotzdem wie einzeln rausziehen. Und ist ja auch eine geschlossene Schublade. Und das sieht schon auf jeden Fall sehr viel organisierter aus. Hier ist ein bisschen was frei. Und da sind einige Produkte für euch. Das ist der erste Teil dieser Serie. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal aus diesem Video. Schaut bei mir auf Instagram vorbei. Ist auch @contrajunkie. Da werde ich die Sachen noch mit online stellen für euch zum Sale. Und ein paar Sachen werde ich auch rausnehmen, um da draußen ein Gewinnspiel nochmal für euch zu basteln. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat euch gefallen, so Vlog-Style. Und wow, das nächste Mal kommen dann die richtig schwierigen Sachen, wie zum Beispiel Lidschattenpaletten.